Meine lieben Freunde, hier ist Robert Götz, Matuszewski, der Facility Manager im Deutschen Bundestag. The Shadow Man ist in the house und ich bin schwer erschüttert und es belastet mich sehr. Freunde, ich muss leider heute mit zwei sehr verunstimmenden Nachrichten beginnen tun. Jetzt heißt es tapfer sein, jetzt heißt es zusammenreißen und wir müssen uns sammeln. Der böse, rechtsstaatliche, auf dem rechten Weg befindliche, nicht zivilcourageliche, nicht linke und nicht linksstaatliche und nicht linkische, Martin S. in Wien, hat seinen Prozess gewonnen. Aber diese Schmach für den Linksstaat ist nicht genug. Es hat auch, und jetzt wird es ganz schwierig, der Michael Stürzenberger, ganz böser rechtsstaatlicher, auf dem rechten Weg befindlicher, wo wir eigentlich schon geglaubt hatten, ihn auf links zu drehen, weil er den 11. September für wahr hält. Egal. Der hat auch einen Prozess gewonnen. Auch wegen Volksverhetzung. Er hatte nämlich Herrn Himmler in die Nähe von Moslems gebracht und das war Volksverhetzung. Das ist es auch. Und da hat sich ein rechtsstaatlicher Richter gefunden, der hat den freigesprochen. Gott und sei Dank hat die Süddeutsche Zeitung das richtig eingeordnet, dass der Leser gleich weiß, dass natürlich der Richter sich geirrt hat. Ist ja klar, das geht aus dem Text hervor. Freunde, das ist bitter. Das ist bitter und umso wichtiger und wertvoller ist doch hier meine Arbeit für uns alle, für den Linksstaat, für unsere Regierung, ja, auch die österreichische Regierung, ja, wo wir immerhin einen Gesundheitsministerinnen haben, österreichische Regierung, ja, der nicht von Schwangeren spricht, sondern von gebärenden Personen, ja, gebärende Personen, ja, oder schwangere Personen, ja, also Frauen, also ich bin trotzdem weiter guter Dinge, dass wir auch den Stürzenberger und den Martin S. auf links drehen, es ist eine Frage der Zeit, ja. Noch lieber wäre es mir, wenn sie im Gefängnis schmoren würden. Das wäre noch schöner, oder, Freund? Das wäre schön, ja. Linkisch, linksstaatlich und zivilcourageisch. Der Herr Zelensky, nächste Nachricht, kriegt irgend so einen Karlspreis hier. Ja, also Auszeichnung für den tollsten Europäer aller Zeiten oder so ähnlich. Finde ich gut. Der war ja gerade in Finnland. Ja, oh, walla alhamdulillah, in seinem verschwitzten Shirt. Ja. Und wurde in Finnland gefeiert, ja, euphorisch gefeiert, ja, frenetisch gefeiert, ja, voller Begeisterung, ja. Die Finnen lieben Zelensky, ich natürlich auch, Slava Ukraina. Und da gab es ja wieder böse Zungen, die gesagt haben, Moment mal, Finnland? War da vor 80 Jahren nicht schon mal ein anderer Führer eines Landes, der so im Verdacht stand in irgendeiner Form? Irgendwie, ja, vor 80 Jahren, haben die Finnen nicht schon mal mit irgendjemand zusammengearbeitet, der so ein bisschen igittigit? Wie war denn das, Freunde? Alles russische Propaganda, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Karl Lauterbach, ja, der absolute Wein-Experte, ja, Corona-Experte, Kriegsexperte, CO2-Experte, Single-Experte, Talkshow-Experte, Fußpilz-Experte, und Expertenexperte und Expertinnenexperte hat sich jetzt dem wichtigsten Problem aller Zeiten im Gesundheitswesen angenommen. Ja. Und zwar, er hat sich gesagt, ja, okay, ja, Pandemie habe ich geschafft, ja, aber ich habe sie alle geschafft, ja, schön. Die Familien habe ich auch alle geschafft und die kleinen Unternehmen habe ich auch alle geschafft, vor allen Dingen in der Fitnessbranche, in der Sonnenbranche, in der Gastronomie, in der Hotellerie, ja, die ganzen Künstler, ich habe sie alle geschafft, ja. Jetzt alle Probleme beseitigt, jetzt kümmere ich mich um das wichtigste Problem aller Zeiten, ja. Ja gut, okay, ja, es gibt momentan kein Antibiotika, kein Penicillin und keine Schmerzmittel und keine Herztabletten für die meisten Patienten. Es ist schwierig, gerade für Kinder. Also gibt es so einen ganz kleinen Engpass. Ja, okay, die Krankenpfleger und Ärzte in den Krankenhäusern sind unterbezahlt und überarbeitet. Ja, okay, ja. Und wir hatten gerade einen Stromausfall in der Charité und das Notstromaggregat hat nicht funktioniert. Ja, walla, alhamdulillah, ja. Aber das wichtigste Problem schlechthin ist doch bitte der Beipackzettel. Ja, okay, also bei bestimmten Spritzstoffen gibt es überhaupt gar keinen Beipackzettel. Man muss zwar unterschreiben, dass man alle Risiken übernimmt und haftet und alles gut findet, ja. Aber Beipackzettel gibt es nicht. Es gibt keinen Beipackzettel. Da ist keiner bei, ja. Wofür auch? Voilà. Aber bei anderen Medikamenten ist ein Beipackzettel drin. Das sind diese ganz klein geschriebenen Dinger, ja. Und die werden jetzt noch kleiner geschrieben werden müssen, weil die müssen jetzt per Gesetz, haltet euch fest, gegendert werden. Beipackzettel müssen gegendert werden. Ich bin froh und dankbar und glücklich, dass ich den Herrn Lauterbach so sehr vergöttere, ja, und dass er erneut bewiesen hat, dass er weiß, worauf es ankommt.
Lauterbach weiß, worauf es ankommt. Gegenderte Beipackzettel. Schön, es kann so einfach sein. Hab dazu übrigens ein extra Video auf YouTube, Zweitkanal Robert Götz Matuszewski, Premiere gemacht. So, das war jetzt mal so Schisslerweng aus dem Kopf mal so vorgetragen, was mir so einfällt. Ja, dann haben wir hier bei einer Kundgebung, zeigt er ein Plakat mit Heinrich Himmler, das die Nähe zwischen den Nazis und dem Islam belegen soll. Das Amtsgericht München spricht Michael Stürzenberger und seine Mitarbeiter frei und der Aktivist der islamfeindlichen Szene nutzt das Gericht als politische Bühne. Von Bernd Kaspar. Ach nein, Kastner. So, also was der Kaspar von der Süddeutschen meint, ist Stürzenberger schlecht und wir sind natürlich auf seiner Seite, auf der Seite vom Kaspar. Ich sag mal Familie Seefeld, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank und ich möchte mich bei der lieben Irene Seidel herzlichst bedanken. Danke, Irene. Und Brigitte Oertlin, danke. Ihr seid so lieb, ihr seid lieb zu mir. Und auch lieb zu mir ist Sebastiano, danke für deinen tollen Kommentar. Und hier Baldur 5376, danke für deinen Kommentar. Und ich bedanke mich hier bei Vari 7826. Der hat mir geschrieben, dass der Täter, der 39-jährige Erwachsene, ich zitiere die Blödzeitung, ja, der war 39 und erwachsen. Sonst hätte man ja gar nicht gewusst, wenn man nur das Alter, da hätte man gedacht, ein Kind, das ist ein Kind mit 39. Aber die Blödzeitung hat gesagt, ein 39-jähriger Erwachsener war ein Deutscher. Und hier ist der Beweis, er hieß Berhan S. Berhan, ein typisch deutscher Name, ja. So, was haben wir noch hier? Sandy59, vielen Dank für deinen tollen Kommentar für den digitalen Chronisten und mich. Und die Grünen möchten gerne hier im Osten stärker werden. Ja, böse Zungen sagen, also die Grünen möchten im Osten stärker werden. Das ist ungefähr so, als wenn Olaf Scholz sich vornehmen würde, seine Haare in Zukunft länger zu tragen. Also genauso viel Aussicht haben die Grünen im Osten. Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Warum fällt mir gerade der Satz ein, im Osten geht die Sonne auf? Apropos Sonne geht auf, Karin Materna, ich danke dir. Und dann hier, schreibt mir Thomas. Wichtig, Leute, ist wichtig. Thomas schreibt mir, lieber Robert, könntest du einen Freund von mir, der gerade Chemotherapien durchstehen muss, gute Energie schicken? Er heißt Matthias Reckzee aus Fellbach. Lieber Matthias, meine Frau Martina und ich und unsere ganze Gemeinde hier schickt dir, Matthias, gute Energie, Kraft, Mut, Tapferkeit, Gesundheit und Genesung. Du wirst wieder gesund und wir brauchen dich. Und mach dir keine Sorgen, lass jetzt mal alles los, konzentriere dich nur auf dich und deine Gesundheit. Und alle anderen, die gerade mit einer schweren Krankheit zu kämpfen haben, vielleicht auch mental. Unsere große Gemeinde schickt allen, die gerade krank sind, gute Genesungswünsche. Denn wir halten nämlich hier zusammen und wir bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Und wir lassen auch keinen Kameraden fallen, und verschmähen ihn und verunglimpfen ihn, bloß weil er mal irgendwann irgendwo etwas postet, schreibt oder sagt, was uns nicht gefällt. Weil wir nämlich zusammenhalten. Ja, gute Besserung, lieber Matthias. Ja, dann haben wir hier was Schönes. Juristischer Teilerfolg. Gericht untersagt Polizei, das Denkmal für die Opfer des Corona-Terrors bis zur Entscheidung über den Eilantrag abzureißen. Das Vorhaben der Kretschmer-Polizei, das Denkmal für die Opfer des Corona-Terrors in Zinnwald-Georgenfeld abzureißen, empört die Menschen und so weiter und so fort. Ein Richter hat sich jetzt gefunden, leider zu sagen, das Ding wird nicht abgerissen. Freunde, wir haben aber die linke Jugend, die hat gesagt, wir gehen da mal nachts mit dem Vorschlaghammer hin. Ja, Entschuldigung. Alles jetzt miss. Freunde, ist live. Tut mir leid. Ich muss mal kurz ran. Entschuldigung, ja. Robert Götz Matuszewski bei der Arbeit. Herr Scholl, Freundschaft. Ja. Gib mir doch, ich habe gerade von Ihnen gesprochen. Ja. Nur gut, ja. Was gibt es denn? Ja, ja. Da kümmere ich mich doch sofort, Herr Schul, natürlich. Macht der Bruno. Ist in Ordnung. Ja, ich mache jetzt. Ich mache jetzt weiter. Ist in Ordnung. Freundschaft. Oh, Freunde. Oh, das ist ein Ding. Ich spreche über den Schul und zack, ruft er an. Ist aber intern. Darf ich nicht sagen, er braucht neue Glatzenpolitur. So, Netze zu schwach. Vonovia kann Wärmepumpen nicht in Betrieb nehmen. Ja, gut, okay. Aber wir kaufen erstmal eine Wärmepumpe, stellen sie hin. Ja, dann sagt uns die EU, apropos böse Sache, diese Wärmepumpe darfst du nicht mehr betreiben. Da ist nämlich ein Treibhausgas drin, das ist verboten. Du musst dir eine neue Wärmepumpe kaufen, weil mit den neuen Treibmitteln, die kann man nicht in alte Wärmepumpen einbauen. Schwierig, misslich, geht nicht. Aber gut, wir machen jetzt erstmal das eine und dann das andere. Und wenn sie nicht mit Strom versorgt werden kann, zumindest steht sie dann erstmal irgendwo im Vorgarten oder auf dem Hinterhof und gibt ein gutes Gefühl. Ja, das ist doch schön. Ich freue mich. Ja, ich freue mich. Hier, auf Facebook gefunden. Da, ich zeig's euch. Ist wichtig. Ist jetzt wirklich wichtig. Bundesregierung informiert.
Die Pressefreiheit ist in Deutschland ein Grundrecht. Ja, deswegen sind wir auch nicht am Platz 1, sondern 21 bei der Pressefreiheit in weltweit. Egal. Wo steht das? Hier. In Artikel 5 des Grundgesetzes. Aha, voilà. Ja. Und was bedeutet das konkret? In Deutschland gibt es keine Zensur. Journalisten entscheiden frei, über welche Themen sie berichten. Und warum ist das wichtig? Journalisten recherchieren zu Missständen und kontrollieren die Regierung. So stützen sie unsere Demokratie. Böse Zungen sagen, aber nur böse Zungen, ich zitiere jetzt hier, nicht löschen oder streiken. Artikel 5. YouTube. Böse Zungen sagen, was war hier? Journalisten recherchieren zu Missständen und kontrollieren die Regierung, so stützen sie unsere Demokratie. War es nicht die Regierung, die Facebook, YouTube und Co. eingeladen haben vor 3 Jahren und gesagt haben, ihr löscht alles, was Corona-kritisch ist? War es nicht so? Wo ist denn da das Grundgesetz? Und wurde das Grundgesetz nicht jahrelang außer Kraft gesetzt? Stichwort Infektionsschutzgesetz schlägt Grundgesetz. War es nicht so? Wurden nicht Menschen verhaftet, festgenommen, die das Grundgesetz einfach nur schweigend hochgehalten haben in Berlin? War es nicht so? Hört auf zu lügen, aber es sind böse Zungen. Nein, natürlich, ja, voilà, alhamdulillah. Die Pressefreiheit ist in Deutschland ein Grundrecht. Hier, dieser eine Buchautor, der hier, unter anderem der hier, ja, Botschaft für Deutsche, du bist Schöpfer, der King lebt und diese schöne Audio-CD, ja, der wurde ja mal mit Presseausweis bei minus 2 Grad 40 Minuten lang festgehalten bei einer Demo. Ja, wir kontrollieren erstmal ihren Presseausweis. Ja, 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 ja. Polizist mit Maulkorb. Aha, Maske. Ja, ja, mein Führer hat befohlen, ich folge. Die Pressefreiheit ist in Deutschland ein Grundrecht, ja. Böse Zungen sagen, ja, für die Mainstream-Presse, das hat ein Grundrecht. Aber nicht für die freie Presse, die vielleicht was anderes berichten. Freunde, ich find's toll, ich find's toll, ich find's toll. Ich find's aber nicht so toll, dass die AfD jetzt laut Umfrage knapp 2% über den Grünen ist bundesweit. Kein Problem, wir verbieten die AfD, weil die AfD ist auf dem rechten Weg, rechtsstaatlich. Und das sind Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner. Und wir unterstützen einzig und allein die Nichtrechten der Regierung, also die Unrechten. Wir unterstützen die Realitätstheoretiker und Ignoranzpraktiker der Regierung. Und der Wahrheitsmanufaktur, den Mainstream-Medien. Dann sagt hier jemand, wann wird diese gequirlte Gender-Scheiße endlich beendet? Ich bin stolz auf meine Mutter, ich bin stolz auf mein Vaterland und ich schäme mich für den Affenfelsen, zu dem sich Deutschland entwickelt. Und das sagt Francis Fulton Smith, 56, Musiker. Gefällt uns gar nicht. Was ist denn mit dem los, ja? Affenfelsen, Affenfelsen. Lauterbach und Apotheker, Gender-Zoff um Hinweis auf Arzneimittel. Auf den Packungsbeilagen soll künftig politisch korrekt gegendert werden. Während bei Fiebersäften und chronischer Mangel herrscht, setzt der Gesundheitsminister ganz eigene Prioritäten. Na, ich meine, er wird auf. Ich meine, jemand, der so guckt, der weiß, was er nicht tut. Ja? Lass den Mann in Ruhe. Ja, ich finde den toll. Ich finde Lauterbach toll. Jetzt sagen die Deutschen verbrauchen zu viel Lebensmittel. Genau, ja. Gut, böse Zungen sagen, Moment, die Lebensmittelpreise sind in einem Jahr um 25% gestiegen. Also 25%, Stichwort Inflation. 25%. Die Leute essen weniger und trinken weniger, gehen weniger essen, weil sie sich weniger leisten können. Die Masse. Ja? Aber wir messen uns doch bitte an Kenia. Ja? Wir messen uns nicht an Deutschland. Kann ja wohl nicht wahr sein. Italien streicht die Sozialhilfe für viele. Ja, kommt doch einfach nach Deutschland. Hier gibt's Bürgergeld, hier seid ihr Mensch, hier könnt ihr sein. Wir nehmen alle auf, leave no one behind, wir haben Platz. Aus Sudan, aus Italien, aus Afghanistan, aus dem Irak, aus dem Jemen, aus Ukraine. Wir sind da, wir sind für euch da. Kommt zu uns. Aktuelle EU-Pläne, die jetzt durchgesickert sind, besagen Folgendes. Öl- und Gasheizung sowie Elektroboiler sollen 2029 komplett verboten werden. Außerdem soll es ab 2025 keinen Ersatz mehr für bestehende Heizsysteme geben. Verbot des Ersatzteilhandels. Das heißt im Klartext, ab 2025 müsste jeder, dessen Öl-, Gas- oder auch Pelletheizung defekt ist, auf eine Wärmepumpe umsteigen, weil eine Reparatur nicht mehr erlaubt ist. Zu den Wärmepumpen muss man sagen, dass die derzeitig erhältlichen Systeme in der Regel mit einem umweltschädlichen Kühlmittel betrieben werden, welches in wenigen Jahren verboten wird. Wenn das alternative Kühlmittel zur Verfügung steht. Die meisten bestehenden Wärmepumpen können jedoch nicht mit dem neuen Kühlmittel betrieben werden, da dieses feuergefährlich ist. Das heißt, dass bestehende Wärmepumpen umgerüstet werden oder komplett ausgetauscht werden müssen. Freunde, das kann so einfach sein, oder? Da schöpft man doch Vertrauen in den Staat, in die Regierung. Ich finde es toll. Ja, wir haben hier eine Katze, die ist leider verstorben. Die heißt Adolf, ist wirklich wahr, habe ich gelesen, ja. So. Und ich wünsche dem Herrchen und dem Frauchen viel Kraft, um das zu überstehen. Ja, das ist jetzt nicht lustig gemeint, ja. Wenn ein Haustier stirbt, das ist so wie wenn ein Weggefährte stirbt, ja.
Das ist tragisch und alle, die gerade auch ein liebes Haustier betrauern, unsere guten Gedanken gehen an euch. So, dann hier. Blödzeitung berichtet. Ungewöhnlicher Anblick auf einer deutschen Autobahn. Nach einem Unfall standen neben dem Streifenpolizisten plötzlich auch amerikanische Militärpolizisten. Gut daran zu erkennen, dass sie eine Tarnuniform anhatten. Ja, Freunde, böse Zungen sagen, ist klar, wir sind ein besetztes Land. Warum soll die Militärpolizei nicht auch mal nach dem Rechten gucken? In dem Fall nach dem Linken. Schön, gefällt mir gut, gefällt mir gut. Dann hier, jetzt ist auch Spargel politisch unkorrekt. Ja, also Spargel, Freunde, ist A, deutsch. B, weiß, ja, und C, ein Phallus-Symbol. Also Spargel ist verboten. Bestenfalls noch grüner Spargel, ja. Grüner Spargel geht gerade noch so. Der ist auch deshalb schon politisch korrekt, weil man den eigentlich nicht waschen muss. Das passt gut zu den Grünen. Und dann haben wir hier, apropos Grünen, wie finden Sie Robert Habeck als Vizekanzler? Der Pegel schlägt auf Vollgas, volles Brot nach vorne, 320 km/h oder in diesem Falle fast 100%. Ich bin mit seiner Arbeit zufrieden. Na gut, in dem Fall unzufrieden. Aber das ist ja auch eine gewisse Zufriedenheit. Halt unzufrieden. Ja. Wir finden Robert Habeck toll. Ich finde Robert Habeck toll. Und wir könnten uns keinen besseren Wirtschaftsminister wünschen als Robert Habeck. Die Frauen lieben ihn. Die Männer lieben ihn. Nur er liebt sich nicht. Aber gut, okay, daran arbeiten wir doch. Freunde, ich würde mal sagen, wir machen jetzt munter weiter. Bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft, halten zusammen. Ich habe gleich noch eine Bonusnachricht, aber zuvor das möchte ich euch noch eine kleine Buchkaufempfehlung für den Muttertag mitgeben. Wenn ihr eurer Mutter ein paar Blumen schenkt, schenkt auch noch ein schönes Buch dazu. Zum Beispiel Botschaft für Deutsche, geht um deutsche Sprache. Über 80 deutsche Worte, deutsche Kapitel. Oder ein bisschen Belletristik. Elvis lebt, ja, oh schwer, über ein Kilo. Oder etwas zum Motivieren, zum Aufbauen, Ernährungstipps und an sich arbeiten, ja, du bist Schöpfer. Zu allen Büchern gibt es immer noch diese schöne Audio-CD dazu geschenkt, ja, was Wertiges. Und natürlich wird das Ganze auch handsigniert vom Autor an die Mutter, an die liebe Mutter oder wem ihr das auch immer schenken möchtet. Gibt es nicht mehr bei Amazon, Link hängt hier drunter, claudiusfabig.de. Macht das mal. Das ist ein schönes Geschenk. Also ich habe nur gute Resonanzen gehört. Der Autor ist zwar auf dem rechten Weg und rechtsstaatlich, aber Allah, Alhamdulillah, den drehe ich auch noch auf links. So, haben wir das geschafft. Freunde, auf in den Tag. Es grüßt euch Bruno, Kevin, Jerome, meine liebe Frau Martina. Jetzt kommt die Bonusnachricht. Die Ukrainer sind ja gerade kurz davor, eine Gegenoffensive zu starten. So, und jetzt gibt es böse Zungen, die sagen, dass massenhaft angeblich, das stimmt natürlich nicht, ist aber richtig, massenhaft angeblich NATO-Soldaten aus den NATO-Staaten ihre Uniform ablegen, einen Vertrag unterschreiben und neu anheuern unter einer Ukraine-Uniform. Freunde, alles russische Propaganda. Es ist alles russische Propaganda. Bitte nicht glauben, ja, wir merken uns, der Russe böse. Wladimir Putin, Vlad der Fehler, Russland böse, Ukraine gut, Trump böse, NATO gut, Assad böse, EU gut, AfD böse, CDU, CSU, FDP, Grüne und Linke gut. Unterstützt diese Regierung bei der nächsten Wahl, gebt jeder CDU, CSU, FDP, Grüne und Linke ein Kreuz auf dem Wahlzettel und wählt auf keinen Fall diese blöden, bösen Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner von der AfD. Punkt. Haben wir das geklärt. Ja, wir befragen noch das oben, wird alles gut, spricht der Herr Presley zu uns. Es wird alles gut, Freunde. Eine runde Sendung. Wir haben das oben befragt. Ja, mit dem Anruf tut mir leid. Manchmal klingelt das Telefon, da muss ich rangehen. Das ist dienstlich, ja. Da kann ich nicht einfach klingeln lassen. Ja, wenn der digitale Chronist anruft, ja, da lasse ich klingeln. Ja, klar, logisch, ja. Den kann ich ja zurückrufen. Aber ich kann doch Herrn Scholl nicht warten lassen, ja. Oder Herrn Habeck. Kann ich nicht machen. Nein, nein, nein. Sonderaufgaben sind wichtig. Sind immer wichtig, ja. Da muss ich Tag und Nacht 24/7 erreichbar sein, ja. Freunde, macht das gut. Ich hab euch lieb. Gebt mir einen Kommentar. Wichtig, Freunde, schreibt einen schönen Kommentar. Ja, Kommentar ist wichtig. Kommentar ist das Salz in der Suppe. Ja, in dem Fall so. Oder auch der Dünger für den Kanal. Gebt mir einen Daumen hoch. Ja, gerne, gerne. Danke für euren Daumen hoch. Und wenn ihr Lust habt, teilt das Video. Und Freunde, wenn ihr meine Arbeit wertschätzt, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Es motiviert und hilft. Danke, danke, danke. Ganz klein oder groß. Danke dafür. PayPal und Konto hängt hier drunter. Und dafür mache ich jetzt auch weiter. Und ihr macht weiter. Ich habe heute schon Getter-Video gemacht, Facebook-Video gemacht, YouTube-Video gemacht, YouTube-Zweitkanal-Video gemacht, YouTube-Video gemacht. Ja, und ich mache noch ein Bonus-Video. Freut euch drauf. Auf in den Freitagnachmittag. Der Hobby. Hab euch lieb. Tschüss, Kids. Also gut, wenn ihr das Video jetzt Sonnabend seht, dann auf in einen schönen Sonnabendnachmittag.